Hey, ich möchte heute ein Video für dich machen, wo es um Entscheidungsfindung geht. Ich bin gerade in einer Phase, wo ich mich schwer entscheiden kann. Immer wieder schwer entscheiden kann, weil ich neue Wege gehe und ganz im Moment schauen muss, was da so ansteht. Ist oft schwer auszuhalten. Und ich habe mich aber an eine Methode, an eine Technik erinnert, die mir meine Heilpraktikerin mal gezeigt hat. Und die möchte ich dir gerne an dich weitergeben. Vielleicht hilft sie dir in dem einen oder anderen Moment. Und ganz wichtig zu betonen dabei ist, dass es nicht um richtig oder falsch geht. Also es geht nie um den richtigen oder den falschen Weg. Ja, keine Entscheidung ist richtig oder falsch. Sondern es geht darum, was möchtest du erfahren? Welchen Weg möchtest du gehen? Welche Qualität möchtest du erfahren? Und wenn du zum Beispiel zwei Sachen hast, zwischen denen du dich entscheiden musst, dann stell dir vor, du legst die eine Möglichkeit in die eine Hand und du legst die andere Möglichkeit in die andere Hand. Und dann spürst du nach, wie fühlt sich das eine an. Du kannst dabei auch die Augen schließen, wenn es dir leichter fällt. Ist es warm, schwer, leicht, kraftvoll, wie auch immer? Oder die andere Seite. Wie fühlt sich die andere Seite an, wenn du dir vorstellst, du gehst diesen Weg, du triffst diese Entscheidung? Wie fühlt sich das an? Und dann spürst du das und kannst lauschen, was spricht dich gerade mehr an, was berührt dich tiefer? Ich treffe am liebsten Entscheidungen so nach dem, wie mein Herz am meisten berührt wird, am tiefsten berührt wird. Was lässt es schlagen? Was lässt mein Herz schlagen? Und das mache ich dann. Und das war es auch schon. Also zu spüren im Vergleich, wie sich das eine und das andere anfühlt und es dann sich dann für eine Sache, für das auszuwählen, was dein Herz tief berührt. Probier es mal aus. Lass mir gerne einen Kommentar da, ob es für dich geklappt hat oder was für tolle Tools du hast, um Entscheidungen zu treffen. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Alles Liebe!